Dachau wurde im Verlauf des Prozesses gegen das Personal des Konzentrationslagers Buchenwald die Angeklagte Ilse Koch vernommen. Die Frau des früheren Lagerkommandanten und sogenannte Kommandeuse von Buchenwald ist die einzige Frau unter den 31 Angeklagten. Die Anklage wirft ihr schwerste Vergehen gegen die Menschlichkeit vor. Dazu zählt der Besitz von präparierten Köpfen ermordeter Opfer und von Lampenschirmen aus Menschenhaut. Die Beweisstücke liegen dem Gericht vor. Hauptanklagevertreter ist William Denson. Ilse Koch bestritt im Kreuzverhör alle ihr zur Last gelegten Anklagepunkte, trotz gegenteiliger Zeugenaussagen. Dieser erste Buchenwald-Prozess ist der Auftakt eines Verfahrens gegen mehr als 6000 Personen, die zu den Wachmannschaften von Buchenwald und seinen Außenlagern gehörten. Rund 53.000 Menschen verschiedener Nationen haben in Buchenwald ein furchtbares Ende gefunden. Das Goethehaus am Großen Hirschgraben zu Frankfurt am Main wurde im Kriege zerstört. Zur Feier des 200-jährigen Geburtstages von Goethe im August 1949 soll es wieder in seiner alten Form aufgebaut sein. Der Wiederaufbau wurde mit einem Weiheakt begonnen. Frankfurts Oberbürgermeister Kolb hielt die Festrede und vollzog die ersten symbolischen Hammerschläge. Der große französische Dichter André Gide und Abgeordnete von Jugendorganisationen aus vielen Ländern nahmen an der Feier teil. Das Goethehaus, Symbol deutschen Geistes, wird wieder zum Wallfahrtsort für Besucher aus Deutschland und der ganzen Welt. Das Institut für Film und Bild der britisch-amerikanischen Zone hat seine Arbeit wieder aufgenommen. In Hamburg wird der vorhandene Bestand an Unterrichtsfilmen gesichtet, neu bearbeitet und dem Verleih übergeben. Die Filme gehen vor allem an Schulen und Flüchtlingsbetreuungsstellen. Das Institut hat auch die Neuproduktion von Filmen wieder aufgenommen. In Hockelheim bei Nordrhein wurde ein Tanzsaal in ein kleines Filmatelier umgewandelt. Ein Lehrfilm über den Gleichgewichtssinn zeigt, wie eine Katze zu Boden fällt. Der fertige Film geht an die Schulen. Die Klasse hat Filmstunde. Und hier die gedrehte Szene in vierfacher Verlangsamung. Eine alte Weisheit wird durch die Zeitlupe klar. Die Katze fällt immer auf alle vier Beine. Die Wracks auf dem Meeresboden, Schiffsfriedhöfe der Ost- und Nordseeküsten, begrenzen die Schifffahrtswege und engen die Fanggebiete der Fischerei ein. In der Lübecker Bucht arbeiten Taucher an der Beseitigung der Aufbauten von Wracks, die immer wieder die Schleppnetze zerreißen. Zur Beobachtung der Arbeiten unter Wasser wurde dieses Spezialseerohr für die Kamera konstruiert. Alle Masten, Schornsteine und sonstigen sperrigen Teile der gesunkenen Schiffe werden beseitigt. Gleichzeitig werden die Wracks auf noch verwendbares Material hin untersucht. Die Taucher stehen bei ihrer anstrengenden und oft gefährlichen Arbeit durch Mikrofon und Höranlage in ständiger Verbindung mit der Oberwelt. So helfen auch die Taucher mit an der Wiederbelebung von Handel und Verkehr. Die Stadt Passau gehört zu den glücklichen Städten, die im Kriege fast unbeschädigt davonkamen. Passau, die Drei-Flüsse-Stadt, liegt an der Mündung des Inns und der Ilz in die Donau. Der Dom, über ein Jahrtausend alt, zeigt romanische, gotische und barocke Bauelemente. Im Dom die größte Kirchenorgel der Welt. Sie wurde 1924 bis 1928 erbaut. Insgesamt sind 5 Orgeln im Dom eingebaut. Hier die Hauptorgel mit Evangelienorgel und Epistelorgel. Das kunstvolle Orgelgehäuse stammt aus dem Jahre 1731. Unter der Hauptkuppel das sogenannte Fernwerk und seitlich vom Hochaltar die Chororgel. Die Orgel hat 16.000 Pfeifen. Hier die kleinste und hier die größte Pfeife. Ein Subkontrabass C über 11 Meter hoch.
Der Spieltisch enthält 5 Manuale und 208 Register. Der Passauer Domorganist Max Tremmel spielt das Werk eines alten französischen Meisters und demonstriert so Urgewalt und Wohlklang dieser größten Kirchenorgel der Welt. Der Besuch des amerikanischen Landwirtschaftsministers Anderson und des Handelsministers Harriman in Deutschland gilt als ein Wendepunkt der deutschen Ernährungswirtschaft. Das wichtigste Ergebnis der Berliner und Stuttgarter Besprechungen ist die von Minister Anderson übermittelte Garantie der Vereinigten Staaten, zukünftig eine Mindestmenge von 300.000 Tonnen Lebensmittel monatlich nach Deutschland zu senden. Mit dieser Garantie tritt anstelle der bisherigen Improvisation ein fester Ernährungsplan. Die Wirtschaft und die Industrie der Westzonen erhalten damit eine Grundlage, auf der ein stetiger und systematischer Wiederaufbau möglich sein wird. Ponys sind heute gesuchte Nutztiere. Sie sind widerstandsfähig und bedürfnislos und eignen sich für viele Aufgaben, bei denen ihr Kleinformat nicht eine Not, sondern eine Tugend ist. In Holstein gibt es ein Gestüt für diese lebenden Schaukelpferde. Der alljährliche Nachwuchs tummelt sich hier unter mütterlicher Obhut auf freier Weide. Die Heimat der Ponys ist Island und die Shetlandinseln. Sie gedeihen aber auch hier gut. Ponys erreichen im Durchschnitt das doppelte Alter ihrer großen Kollegen, der Pferde. Sie werden bis zu 50 Jahre alt. Für die Fohlen liegt der Ernst des Lebens noch in weiter Ferne. Vorläufig gilt es, kleine Hindernisse zu nehmen. Die Mama macht es vor, aber dem Sprössling fehlt noch der rechte Mut. Na? Na also. Nun zum Ernst des Lebens. Manche Ponys schlagen die Künstlerlaufbahn ein. Der Kinderzirkus von Hagenbeck in Stellingen hat mehrere dressierte Ponys, auf denen kleine Akrobaten ihre Kunststücke zeigen. Andere werden Nutzponys und bewähren sich auf dem Land und in der Stadt. Bei geringem Futterbedarf leisten sie viel. Sie ziehen das Fünffache ihres Eigengewichtes. Ponys, kleine Pferde mit großer Leistung. Das norwegische Schiff Svalbard brachte die letzten deutschen Kriegsgefangenen und Zivilinternierten aus Norwegen zurück. Die Heimkehrer gehen in Hamburg an Land. Viele der ehemaligen deutschen Soldaten haben in Norwegen geheiratet. Ihre Frauen folgen ihnen nach Deutschland, obwohl es den Norwegerinnen freigestellt war, in ihrem Heimatland zu bleiben. Viele der Frauen sind Mütter. Die Männer konnten in Norwegen arbeiten und dürfen ihre dort erworbenen Sachen mit nach Deutschland nehmen. Ein Omnibus bringt alle in ein Sammellager. Von hier aus treten sie die Heimreise in die verschiedenen Zonen an. Die Männer sehen die alte Heimat wieder, ihre Frauen und Kinder lernen die neue Heimat kennen.
nordamerikanische Staaten wurden von einer Hochwasserkatastrophe betroffen, deren Ausmaß alle früheren weit übertrifft. Der Mississippi und der Missouri sind mit ihren Nebenflüssen über die Ufer getreten. 40.000 Menschen wurden dabei obdachlos. Hier in St. Louis verwandelten sich die Straßen in Kanäle. Pioniere der amerikanischen Armee und Deichfachleute haben Wehre und Dämme gezogen, mit deren Hilfe die Überflutungen schließlich zum Stillstand gebracht werden konnten. In den Überschwemmungsgebieten wurden 400.000 Hektar Ackerland vernichtet. Mit einem Gesamtschaden von ca. 500 Millionen Dollar ist diese Hochwasserkatastrophe die größte, von denen die Vereinigten Staaten seit über 100 Jahren betroffen wurden. Ein Wahrzeichen von London, die Bronzefigur des Gottes Eros, kehrt nach 8 Jahren der Evakuierung zurück. Kleine Schönheitsfehler, die sich während der kriegsbedingten Abwesenheit einstellten, werden ausgemerzt. Und dann schwebt der bronzene Gott am Flaschenzug gemächlich in die Höhe und landet auf seinem alten Platz am Piccadilly Circus im Herzen Londons und des Empires. Der traditionelle Sommerregen kann den Londonern ihr Vergnügen an dem lang erwarteten Vorgang nicht verwässern. Es gibt offizielle Begrüßungsansprachen und ein inoffizielles Schmunzeln über die Rückkehr des vielgeliebten Wahrzeichens. Sein Glanz wird nicht verdunkelt durch die flimmernden Lichtreklamen rings um ihn im Herzen der Stadt. Hier sind die besten Amateur-Parterre-Akrobaten von Texas, Meister des Saltos und des Flickflack. Eine kleine Kostprobe als Vorspeise. Flickflack, halbgeschraubte Pirouette, Flickflack, Salto rückwärts und vorwärts. Und nun der erste Gang, serviert vom Sieger in der amerikanischen Akrobatikmeisterschaft. Jetzt die Damen bitte, Joanne Matthews, die beste Parterre-Akrobatin Amerikas. Und der Hauptgang, Joe und der Meister im Gleichtakt der Akrobatik. Als Dessert eine Shownummer von Joe. Flickflack, halbe Schraube vorwärts, Flickflack, Pirouette, ganze Schraube, Salto rückwärts, Salto vorwärts. Bravo, Joe.